Wenn ihr die Vergehungen der Menschen nicht vergibt, wird auch euer Vater eure Vergehungen nicht vergeben. Was bedeutet dieser drastische Satz von Jesus Christus? Zieht denn Gott etwa die Vergebung der Schuld für die Gläubigen wieder zurück, wenn sie den Mitmenschen nicht vergeben? Ist denn die Vergebungsbereitschaft etwa heilsrelevant? Und kann ein wiedergeborener Christ etwa die Errettung wieder verlieren, wenn er seinen Mitmenschen nicht vergibt? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Diese Aussage von Jesus Christus steht im Zusammenhang mit dem sogenannten Vaterunser. In diesem Abschnitt, in diesem Kapitel geht es nicht um die Theologie, um die Lehre von der ewigen Erlösung, sondern es geht in diesem Abschnitt um Ethik. Es geht hier um die Ethik des Reiches Gottes. Hier gibt also Jesus Christus seinen gläubigen Jüngern ethische Anweisungen, Gebote, wie man zum Beispiel betet, und hier die Anweisung der Vergebungsbereitschaft. Ist denn die Vergebungsbereitschaft etwa heilsrelevant? Definitiv nicht. Das wird in vielen anderen Passagen der Bibel, wo es explizit um die Lehre von der ewigen Erlösung geht, wird dort eindeutig klargemacht, dass allein der Glauben an Christus rettet und nicht die Werksgerechtigkeit, auch nicht ein ethisches Werk, wie hier die Vergebungsbereitschaft, sondern allein der Glaube an Christus rettet. Nun, steht an dieser Verse ein Widerspruch zu diesen Passagen? Definitiv nicht. Aber was bedeutet er denn? Nun, zunächst ist wichtig, dass die Bibel in vier verschiedene Kategorien der Vergebung unterscheidet. Schau dir dazu unbedingt das Video an, das ich in der Beschreibung verlinke. Es geht hier eben nicht um die absolute Vergebung der Schuld eines Sünders zur ewigen Erlösung durch den Glauben an Christus. Um diese absolute Vergebung geht es nicht, sondern es geht hier um die väterliche Vergebung der Schuld eines Gläubigen zur Wiederherstellung der harmonischen Beziehung zwischen dem Gläubigen und dem himmlischen Vater, also die väterliche, zeitliche Vergehung in Bezug auf die Erde. Das ist hier gemeint. Nun, Christus macht klar, wenn ein Gläubiger ein verhärtetes Herz hat und die Vergehungen der Mitmenschen nicht vergibt, dann macht er sich selbst schuldig bei seinem himmlischen Vater. Denn dann ist diese fehlende Vergebungsbereitschaft eine Unterlassungssünde und er macht sich selbst schuldig bei seinem himmlischen Vater und benötigt selbst Vergebung von seinem himmlischen Vater. Und diese wird ihm nicht vergeben, bis er sie bekennt. Es wird im Bezug auf Gläubige nie gesagt, dass sie Gott um Vergebung bitten müssen. Es wird jedoch gesagt, dass sie die Schuld bekennen müssen, damit sie bereinigt werden kann. Nun, was Christus hier klar macht, ist, Christus macht hier eine ethische Anweisung in Form eines göttlichen Prinzips. Das heißt, wenn ein Gläubiger ein gestörtes Verhältnis hat zu seinen Mitmenschen und ein verhärtetes Herz hat und die Vergehung seiner Mitmenschen nicht vergibt, wenn diese horizontale Beziehung zu den Mitmenschen gestört ist, dann hat das eine Auswirkung auf die Vergebungsbereitschaft seines himmlischen Vaters. Dann ist auch seine vertikale Beziehung zu seinem himmlischen Vater nicht mehr harmonisch und auch gestört. Denn der Gläubige ist selbst schuldig geworden und benötigt Bereinigung dieser gestörten Beziehung. Und das geschieht letzten Endes durch zwei Dinge. Erstens muss der Gläubige diese Schuld seinem himmlischen Vater bekennen. Und zweitens muss er letzten Endes auch die Vergehung seiner Mitmenschen letztlich vergeben. Erst dann ist auch seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater wirklich bereinigt und harmonisch und vollkommen wiederhergestellt. Also die Schuld bekennen dem himmlischen Vater und auch die Vergehung der Mitmenschen vergeben. Hier geht es nicht um die ewige, absolute Vergebung in Bezug auf die ewige Erlösung, sondern hier geht es um die harmonische Beziehung eines Kindes Gottes zu seinem himmlischen Vater, die gestört werden kann durch fehlende Vergebungsbereitschaft und die auch wiederhergestellt werden kann durch Bekenntnis und Vergebungsbereitschaft gegenüber den Mitmenschen. Dann steht der Gläubige wieder voll im Segen seines himmlischen Vaters. Und umgekehrt auch, wenn ein Gläubiger die Vergehungen der Mitmenschen vergibt, dann ist das auch ein Zeichen, dass er eine harmonische, intakte Beziehung hat zu seinem himmlischen Vater und hat dort auch keine Schuld angehäuft. Die Beziehung ist in praktischer Weise harmonisch und intakt. Und der Gläubige steht im Segen seines himmlischen Vaters. Das ist hier der Gedanke. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Vers besser zu verstehen. Falls du aber noch Fragen oder Anmerkungen hast, schreibe diese gerne in die Kommentare. Und wenn du weitere Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir jetzt dieses Video an. In diesem Video geht es eben um diese vier verschiedene Kategorien der Vergebung in der Bibel.